Ja, hallo zusammen. Heute begrüße ich euch zum Anfang des Videos aus meinem Atelier. Und zwar bin ich gerade dabei, hier so einen Ast zu malen, im Stil eines großen Künstlers, nämlich Charles Belle, einen französischen Maler, der wirklich monumentale Gemälde erstellt. Und ich wollte euch heute mal so ein bisschen den Stil von ihm zeigen. Natürlich in klein, wobei das prinzipiell ja egal ist, weil ihr habt ja nur euren Bildschirm und ob ich das jetzt in 15 mal 20 Meter oder in 15 mal 20 Zentimeter mache, ist ja im Prinzip egal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen los und ich zeige euch, wie ihr an diese Art von Gemälde rangeht. Okay, der erste Schritt, den wir machen, ist die Leinwand komplett mit Paints Grau zu bemalen. Wenn ihr euch das virtuelle Museum von Charles Belle mal anschaut, ich verlinke das unten in der Videobeschreibung, dann seht ihr, dass er relativ oft mit einem sehr dunklen Untergrund arbeitet, wobei er eher seltener Paints Grau oder Schwarz hernimmt, sondern dunkle Rottöne oder dunkle Violetttöne. Jedenfalls nimmt er halt häufig dunkle Töne und skizziert dann die Umrisse der Objekte, die er malen möchte, grob mit dünnen Pinselstrichen und arbeitet dann einzelne Teile des Motivs heraus. Ich habe jetzt hier so einen Ast skizziert mit ein paar Zweigen, die abgehen und werde jetzt alles, was drumherum ist, mit Weiß wieder abdecken und aber nicht mit Titanweiß, weil das wird ja komplett decken, dann macht es ja auch keinen Sinn, einen dunklen Untergrund zu machen, sondern mit Zinkweiß. Es läuft halt unter vielen verschiedenen Namen, also hier Tagesleuchtweiß, Reflexweiß, Kristallweiß etc. etc. Dafür nehme ich einen breiten Pinsel und warum ich das mache, das seht ihr dann, wenn es fertig ist. So, hier könnt ihr schon ein bisschen sehen, Zinkweiß, da habe ich übrigens auch mal einen Quick-Tipp dazu gemacht, den verlinke ich euch noch. Zinkweiß ist halt im Gegensatz zu Titanweiß nicht deckend, das heißt, der Untergrund schimmert durch und damit kriegt er natürlich tolle Effekte. Jetzt wundert euch vielleicht, dass die Striche hier nicht verschwinden, das hat einen einfachen Grund. Ich habe die vorher fixiert und dann schimmern die halt weiterhin noch ein bisschen durch. So, wenn ihr jetzt kein Zinkweiß zu Hause haben solltet, dann könnt ihr auch ganz normal Titanweiß nehmen und das mit Acrylbinder verdünnen, sodass es dann halt lasierend aufträgt. So, jetzt müssen wir die ganze Sache trocknen lassen. Eventuell gehe ich nochmal in der zweiten Schicht drüber, weil die Deckkraft nach dem Trocknen von dem Zinkweiß noch schwächer ist. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Für den Ast selber habe ich Eisenoxidschwarz, Ultramarinblau. Glühblau hatten wir ja schon drauf, Cadmiumgelb und Cadmiumrot. Und die Farben brauche ich jetzt vor allen Dingen, um mir verschiedene Grüntöne zu mischen. Fangen wir mal an mit etwas dunkleren Grüntönen. Zwar ist die Idee, dass das Licht von links oben kommt. Das heißt, die Stellen hier sind im Dunklen, also im Schatten. Und dieser Ast ist ziemlich bewachsen von Moos. So, und der Charles Bell nimmt heute häufig, soweit ich das auf den Videos sehen konnte, halt Borstenpinsel und trägt die Farben in vielen, vielen Schichten übereinander auf. Und das wird natürlich jetzt so den Zeitrahmen von einem Video deutlich sprengen. Deswegen gibt es jetzt viel Zeitraffer, aber das Prinzip ist relativ einfach. Ihr tragt die Farbe auf, lasst sie trocknen, geht dann mit einer anderen Farbe drüber, lasst es wieder trocknen und so weiter und so weiter. Und jetzt mische ich mir hier so ein stumpfes Grün-Grau mit Cadmiumrot und Cölin-Blau. Das nehme ich jetzt so für die Stellen, wo ein bisschen reflektiertes Licht ist, vom Untergrund. Ich verwende den Pinsel wieder fast ohne Druck. Und dadurch gibt es diese interessanten Strukturen. Und das wird halt besonders spannend, wenn er halt das in mehreren Schichten auftragt. So, dann mischen wir uns noch Violettton. Der ist natürlich jetzt auch ein bisschen angegraut. Den nehme ich jetzt für die Stellen hier, die so ein bisschen im Schatten sind. Das
Entscheidende ist, dass halt viele, viele unterschiedliche Farben hier sich vereinen. So, jetzt machen wir mal eine Schicht hellere Farbe hier oben. Könnte ich euch mal diesen Effekt mal zeigen. Noch jetzt diesmal mit Ultramarin, weil das ein etwas kräftigeres Grün gibt. Gehe aber trotzdem noch in die vorher gemischte Farbe rein, sodass sie ganz klein wenig abgedämpft wird. Da ist auch Schatten, da ist wieder hell. So, hier verwende ich das Grün nur an der Stelle, weil der Teil des Astes ja im Schatten liegt. Dann kann ich da so ein bisschen in Türkiston reingehen, dann nehme ich einfach ein bisschen was von dem Cadmium. Dann nehme ich einfach ein bisschen was von dem Kylinblau, kann aber auch nochmal mit Ultramarine so ein bisschen abdämpfen, kriege dann andere Farbtöne und gehe da wieder drüber, zum Beispiel hier, da wo der Schatten ist, dass ich da leicht damit drüber gehe, gibt einen tollen Effekt. Oder hier zum Beispiel, der Ast ist auch ziemlich im Schatten. Nehme ich auch eher so eine Schattenfarbe. So, hier im unteren Bereich gehe ich eher in die Brauntöne rein, obwohl ich es eigentlich nicht so gern mache, weil Bäume in der Regel halt nicht braun sind. Baumstämme sehr selten. Die meisten Baumstämme sind eher violett. Ich habe gesehen, dass ich jetzt das Kylinblau mit dem Cadmiumrot und mit dem restlichen Grün hier vermischt habe. Es gibt so einen ganz abgedämpften Petrolton. Finde ich wunderbar geeignet jetzt dafür. Und ihr seht schon, dass jetzt schon mit diesen einfachen Mitteln hier schon Räumlichkeit entsteht, indem man halt einfach darauf achtet, wo das Licht herkommt, wo Helligkeit und wo Dunkelheit ist. Und jetzt kann ich hingehen und kann mit dem Cadmiumrot, ich dämpfe das ein ganz klein wenig ab mit diesem Petrol, das ich gerade gemischt habe. Kann jetzt auch noch ein paar Akzente setzen, ganz vorsichtig. Der Pinsel ist jetzt ein bisschen feucht, sodass ich jetzt dieses Faserige nicht so ganz gut hinkriege, dass man also wirklich die Pinselspur, die Spuren der einzelnen Haare des Pinsels sozusagen erkennen kann. So, und was ich immer gerne nehme, wenn man die Videos regelmäßig sieht, der weiß, das ist halt Kylinblau pur für den Schatten. Jetzt könnt ihr euch natürlich auch fragen, ja, so viele unterschiedliche Farben, sieht das überhaupt gut aus? Na, das hat einen ganz einfachen Grund. Also ich habe jetzt hier einen Ausschnitt aus meiner limitierten Palette. Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite, ist unten verlinkt in der Videobox. Und wenn ich mit so wenig Farben arbeite, dann kann ich die eigentlich ziemlich wild durcheinander mischen und die halten, die harmonisieren halt trotzdem sehr gut miteinander. Ja. Das ist relativ schwierig jetzt natürlich ein Bild, das der Charles Bell über viele Wochen oder Monate sogar herstellt, jetzt hier in wenigen Minuten nachzuempfinden. Ich hoffe, dass es trotzdem rüberkommt. So, ich würde es jetzt auch eigentlich fast schon beenden wollen. Ich werde jetzt nochmal ein sehr, sehr helles Grün hier oben ablegen, um ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Das ist aber erst der vorletzte Schritt. Ich werde danach sogar noch etwas heller werden. Ja, okay. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt in wenigen Minuten hier ein fertiges Werk wie Charles Bell für euch male, sondern es geht darum, dass ich euch gewisse Techniken zeige und Ideen mitliefere, wie ihr halt an solche Motive anders rangehen könnt oder grundsätzlich halt eine andere Art von Malen ausprobiert. Ja, ich hoffe, dass das in diesem Sinne eine schöne Anregung für euch ist und dass ihr Spaß habt beim Nachmalen. Das wünsche ich euch wie immer und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.